Frage ans Bewusstsein. Stell dir vor, es ist wahr und die Gaudi ist erledigt. Alle sind über Nacht, zack, ein wenig gescheiter geworden. Sie haben so lang die Umwelt, die Natur und alles beschädigt. Dann haben sie gesagt, miteinander fangen wir einfach an von vorn. Was war dann? Was war dann? Die ganze Welt ist am Grinsen den ganzen langen Tag. Ja, die Menschen haben's irgendwie kapiert. Weil sie glauben nimmer an Zinsen oder an EU-Vertrag und haben gemeinsam Fukushima repariert. Ja, was war dann? Was war dann? Ja, dann war Peace and Love and Unity, so wie das gehört. Ja, ja. Und die Welt als eine große Community, ich glaub, sie rehrt vor lauter frei. Und stell dir vor, es ist wahr, die Politiker erinnern sie, warum das es gibt auf der Welt. Und stell dir vor, es ist wahr, wir sind nimmer in die Hände von die Banken mit ihren Schwindelgeld. Ja, was war dann? Was war dann? Und stell dir vor, sie vergiften unser Essen und das Wasser nimmer. Und die Energie ist endlich frei. Und das System mit den Personen haben wir lang schon nimmer. Nein, weil das der Grund war für die ganze Sklaverei. Ja, was war dann? Was war dann? Ja, dann war Peace and Love and Unity, ich bin für die Schwinger, oh yeah. Und die Welt ist eine riesige Community, die singen hey, hey, welcome to freedom. All those who is me, don't need them. Love and respect, that's all the wisdom. Hey, hey, welcome to freedom. Hey, hey, welcome to freedom. Ja? Wir haben geschrieben, ich weiß nicht. Es ist vor, ob die ganzen Differenzen auf der Welt sind auf einmal nicht mehr da. Und alles um kollektiv, der Tod verzicht bald auf Grenzen und das, was ich brauche, was ab, alle um. Ha! Ja, was war dann? Was war dann? Ja, dann war Peace and Love and Unity, ja, so ist Kehrer, Tura. Und die Welt ist eine große Community, Kehrer, Kehrer. Bei der Montagsinfo in Salzburg. Servus. Ja, wer ist eigentlich der Moderator von heute? Franz, du bist es. Ich habe nur zum Singen angefangen. Du bist dran. Welcome to Freedom, welcome to Mirabellplatz. Ja, danke für die schöne Einleitung. Das sagt eh schon sehr viel aus, was wir eigentlich auch noch wollen. Welcome to Freedom. Kann mich eigentlich jeder gut verstehen, oder geht das? Ja? Wenn die Busse weg sind, geht es noch besser, genau. Wir haben jetzt die Isabella und die Silvia haben Listen aufgelegt, da, wo man eintragen kann, bei welchen regionalen Händler man seine Sachen einkaufen kann. Vielleicht hat irgendwer einen Tipp, kennt irgendwo einen Bauern, wo man sagt, da kann man gut einkaufen. Das in der Liste eintragen und dann können andere Leute dort auch einkaufen oder kommen dann zu den regionalen Produkten, dass wir die Struktur ein bisschen stärken können. Also jeder, der einen Tipp hat, bitte da bei der Silvia in die Listen eintragen. Und die Silvia, sie haben jetzt also das gestartet mit dem TTIP, wo da über die Kronenzeitung, glaube ich, 600.000 Unterschriften zustande gekommen sind mittlerweile. Das wird auch
findet auch EU-weit Beachtung, dass das TTIP eventuell nicht durchgesetzt wird. Weil das TTIP ist so, es gibt in Amerika und in Europa verschiedene Gesetzgebungen. Und die schwächeren Gesetze werden dann in das andere Land übernommen. Das heißt zum Beispiel, wenn in Amerika genmanipulierte Nahrungsmittel erlaubt sind, dann werden sie in Europa, müssen sie in Europa auch erlaubt werden. Wenn in Europa stärkere oder schwächere Bankgesetze gelten wie in Amerika, dann werden diese schwächeren Bankgesetze auch in Amerika eingeführt. Das heißt, die schwächeren Gesetze gelten jeweils in dem anderen Land über. Und das wollen wir ja eigentlich nicht. Und wenn wir dann die Gesetze stärken wollen, dann können die Konzerne eben das einfordern und die Regierungen verklagen. Und dazu, dass das nicht kommt, sagt die Silvia jetzt ein paar Worte. Hallo zusammen. Und zwar ist leider noch die Freihandelsverträge TIP, wie der Franz schon gesagt hat. Aber das Schlimmste ist, das TIP ist ja noch nicht ausverhandelt. Momentan ist aktuell CETA, das ist das Abkommen mit Kanada. Und dieses Abkommen bedroht uns momentan am stärksten. Es ist zwar der Druck von den NGOs mittlerweile so groß, dass sie das Ganze ein bisschen hinaus verschoben hat, weil ursprünglich hätte das am 26. September beim EU-Kanada-Gipfel paraffiert werden sollen, aber der Termin wackelt gewaltig. Allerdings darf man trotzdem nicht nachlassen und wir haben unter anderem eine Bürgerinitiative ins Leben gerufen, die wir am Freitag im Parlament übergeben dürfen. Wir haben schon einen Termin und ich bitte alle, die noch nicht unterschrieben haben, diese Initiative zu unterstützen. Dankeschön. Ja, also man kann wirklich was verändern, wenn man sich bemüht. Ja. Und darum sind wir ja da, dass wir uns austauschen, dass wir wieder Neuigkeiten erfahren. Was tut sich? In der Zeitung liest man da ja oft nichts davon. Und darum gibt es ja die Klagemauer TV, die solche Informationen aufgreifen und solche Informationen im Internet publik machen und in einem Leseblatt ist, was da gibt, S&G. Und jetzt haben wir ein paar Sachen dazu, wie Klagemauer TV arbeitet, wie die zu den Informationen kommen und wie sie es dann auch im Internet zugänglich sind und jeder kann sich dann da informieren. Ja, danke. Ja, also, hallo, ich bin von der Klagemauer, bin der Toni. Ich bin der Studieleiter für Salzburg. Wir sind entstanden durch die Stimme und Gegenstimme. Das ist eine Zeitung vom Volk für das Volk. Und wir haben begonnen, aus diesen Artikeln Sendungen zu produzieren. Mittlerweile machen wir auch aktuelle Sendungen. Wir sind draufgekommen, die Mainstream-Medien sind nicht mehr vertrauenswürdig. Ja? Man bekommt keine objektive Gegenstimme, damit man sich wirklich auch eine Meinung bilden kann, sondern es ist sehr polarisiert. Und darum haben wir angefangen, selbst als Volk eine Webplattform aufzubauen. Okay, so besser? Okay, also wir haben eine Webplattform gegründet, die heißt Medienklagemauer TV. Eben, und da kann sich eigentlich jeder informieren. Wir sind wirklich unabhängig, wir sind ganz normale Menschen. Wir haben mit ganz einfachen Mitteln Studios aufgebaut im ganzen deutschsprachigen Raum. Und wir bringen jeden Tag um 19:45 aktuelle Berichte zu aktuellen Geschehen. Also sprich, die Nachrichten bringen in der Früh ihre Berichte und wir kommentieren dazu dann am Abend. Ja? Und jeder, der eine Klage hat, der eine Frage hat, der selber keine Orientierung hat, wie er mit den Informationen von den Mainstream-Medien umgehen soll, der kann da eine Gegenstimme dazu finden und sich dann vielleicht ein bisschen Klarheit verschaffen. Wir sagen nicht, dass wir die absolute Wahrheit haben, aber es ist einfach mal eine Gegenstimme zu dem, was man sonst immer wieder hört. Also wie gesagt, wir haben das aktuelle Format Medienkommentar und da kommt täglich um 19:45 unser aktuelles Programm. Danke. Dankeschön. Ja, es ist immer oft die Sichtweise, wie man irgendwas betrachten kann und wie man Zugang zu einer Information findet.
Wir haben auch heute noch gehört vom Joe Kreisel, der uns dann sagt, was das eigentlich bedeutet. Die Macht geht vom Volke aus. Das kann man ja aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten, diese Aussage. Und eben viele Aussagen sind sehr, lassen sehr viel Interpretationsspielraum. Und einer davon bietet halt auch die Klagemauer TV. Und jetzt gehen wir gleich weiter in dem nächsten Punkt. Ich darf ankündigen, Herrn Alexander Peter, Autor vom Buch Streifzug durch Realitäten. Und sind wir schon gespannt, was wir da hören. Bitte sehr. Danke, danke. So, grüß Gott miteinander. Ich hoffe, ihr könnt meinen Dialekt verstehen. Ich komme ursprünglich aus Vorarlberg, wohne jetzt in Tirol. Stehe in Salzburg und hoffe, dass ihr mit meinem Dialekt auch rüberkommt. Könnt ihr mir einen Gefallen tun, bitte, alle zusammen? Einen Schritt nach vor. Super, danke. Also ich bin da eingeladen worden und es taugt mir irrsinnig, überhaupt da ein paar Worte sprechen zu können. Natürlich, der Kollege hat gesagt, ich habe ein Buch geschrieben. Ich muss dazu sagen, alles nur geklaut. Im Endeffekt geht es darum, unter anderem, euch neugierig zu machen. Ja, auf was? Neugierig auf das Leben. Weil das Leben ist nicht nur das, was uns geliefert wird, serviert wird, egal von Medien, von den Nachbarn. Es kommt auch nicht im Endeffekt von der Ethik, von der Moral oder von der Geschichte oder sonst woher. Woher kommt denn Wahrheit? Kann mir das jemand sagen? Woher kommt Wirklichkeit? Woher kommt das Zeug? Weiß das jemand von euch? Von mir. Von dir, vom Kopf? Von der Natur? Du hast auch eine Idee, woher die Wahrheit kommt? Woher kommt die Wahrheit? Aus mir selber, okay. Jetzt sage ich irgend zu jemand, Entschuldigung, die Wahrheit kommt aus Ihnen heraus. Was sagen Sie dann? Also ich als Otto Normalverbraucher bin total überfordert, muss ich ehrlich sagen. Und das war ich vor ein paar Jahren auch. Zu mir hat man auch gesagt, ja fangen wir mal an mit Loslassen und Meditieren. Und dann kommt die Wahrheit dann plötzlich zu dir. Ich habe bei Gott keine Ahnung, heute noch nicht gehabt. Oder im Rückblick, woher kommt denn die Wahrheit wirklich? Ich habe mich festgehalten an den Dingen, die mir der Schwiegervater beigebracht hat, weil ich mich nicht getraut habe, auf das hohe Gerüst zu steigen, also überwinde die Angst. Ich habe mich politisch engagiert, dachte mir, oh, da könnte die Wahrheit drinnen sein. Die Wahrheit hat sich zu einem Punkt offenbart, bei mir, da ist es mir absolut dreckig gegangen. Der Selbstmord hat nicht geklappt und da plötzlich war so eine unbekannte Stimme da. Ich habe sie nachher bezeichnet als innere Stimme oder Intuition oder Bauchgefühl, wie auch immer. Und da ist die Wahrheit zu finden, wenn man denn anfängt, auf diese innere Stimme zu hören. So, wie kommt man jetzt von der sogenannten Hard Fact-Welt, die Realität, die uns serviert wird, zu dieser inneren Stimme? Ich glaube, es gibt zahlreiche Wege. Eines, wenn man das erklären will, was Wirklichkeit, was Wahrheit ist, wenn man nur das Wort betrachtet, ist es relativ einfach. Da gibt es historische oder Nachschlagwerke im Duden, da kann man das nachlesen. Was aber spannend ist für jeden, ist ein Gefühl zu bekommen, was ist denn wahr, was könnte wahr sein. Weil ich kann oder jeder von euch kann hergehen und recherchieren und sagen, okay, Chemtrails, Contrails, was ist richtig? CFIDS, neue Krankheiten, die in den Medien präsentiert werden, oder sind die Twin Towers jetzt wirklich durch eine Atombombe explodiert worden oder nicht? Diese Wahrheit sind alle da. Ihr müsst sie nur suchen. So, warum soll ich diese Wahrheit suchen? Gibt es überhaupt einen Grund, warum ich Wahrheit wissen will? Ich kann doch als Einzelner eh nichts machen, heißt es so oft. Oder mir sind die Hände gebunden, oder was noch ganz eine wunderbare Aussage ist, ich habe keine Zeit. Aber ich sage euch, und das war mein Weg, sucht nach der Wahrheit. Macht irgendetwas zu eurem Thema und dann
irgendwann kommt ihr an den Punkt, wo ihr sagt, hoppla, die Wahrheit, die ich bisher kannte, ist eine gänzlich andere. Und es ist absolut gleichgültig, welches Thema ihr euch annimmt. Aber tut etwas für euch. Und plötzlich kommt ihr an den Punkt, wo ihr seht, okay, ich bekomme hier diese Information, ich bekomme hier eine andere. Und ihr müsst gar nicht mehr recherchieren, um die Wahrheit zu erfahren, weil ihr sie in euch spürt. Das ist eine Garantieerklärung von mir. Ihr spürt die Wahrheit. Und dann kommen wunderbare Handlungen, die jeder von euch machen kann. Ihr bekommt ein Telefonat, Salzburger Nachrichten oder wie auch immer. Herr Müller, wir haben da ein Probeabo, gratis, 3 Monate lang. Haben Sie Interesse? Und Sie sagen dann, nee, interessiert mich nicht. Die Frau an der anderen Leitung sagt, okay, dann auf Wiederhören. Und sie sagt, stopp, stopp, stopp. Wollen Sie die gar nicht wissen, warum ich dieses Probeabo, dieses gratis Probeabo nicht will? Und jetzt sind Sie an der Reihe, weil Ihre innere Stimme, Ihr Bauchgefühl hat gesagt, ich habe geprüft, was und wie der Wahrheitsgehalt Ihres Blattes war und er ist unter jeder Kanone Sau. Also er entspricht nicht der Wahrheit und darum möchte ich nicht mal dieses Teil gratis haben. Und so kann jeder für sich entscheiden, gehe ich einen Weg, der von außen mir gegeben wird, mit oder nicht? Das heißt, abonniere ich die Zeitung oder nicht? Oder sage ich der GIS, Entschuldigung, ich schaue nicht Fernsehen oder die Qualität der Filme beschränkt sich auf eine Sendung mit 90 Minuten im Monat und das ist für mich kein Grund, dir Gebühren zu zahlen. Ich kann, wenn ich will, wenn ich spüre in mir, der Weg, in dem ich mich befinde, in dem ich hineingedrückt worden ist, egal woher, aus der Erziehung, aus der Gewohnheit, aus der Faulheit, ist nicht okay. Kann jeder für sich einen Akzent setzen und sagen, ich mache einfach mal nicht mit, auch wenn meine Stammtischrunde dagegen ist. Was benötigt jeder dazu? Ja, eine Vision auch. Warum soll ich denn das tun? Und ich sage Ihnen, die Vision, dass wir aktiv werden und unser Wesen, jeder Einzelne, beginnt sich zu leben, ist der Schöpfungsgedanke. Ja gut, Schöpfungsgedanke. Ihr Schöpfungsgedanke ist vielleicht ein anderer als Ihrer. Aber eines ist sicher, die Individualität, das Wesen jedes Einzelnen von euch ist es hundertprozentig wert. Und zwar wesentlich mehr wert, unter Anführungszeichen, zu leben, als gelebt zu werden. Und irgendwann, wenn Sie recherchieren und Sie haben dann die Entstehung von AIDS-Intus und Sie wissen, wie lange es den Euro noch gibt und so weiter, das sind alles Themen, die können Sie jederzeit abrufen, dann kommen Sie darauf, hoppla, da gibt es noch etwas, das sagt mir nicht nur, wer ich bin, sondern was ich bin, ups, und Sie stoßen auf Wissen, das etwas älter ist als Sie vermutlich, sei es die kosmischen Gesetzmäßigkeiten, sei es der Schöpfergedanke, vielleicht stoßen Sie auf die verbotenen oder verborgenen Schriften der Essener, aber Sie kommen drauf, ich bin nicht nur ein in Fleisch und Knochen gekleidetes Individuum, nee, ich bin viel mehr. Ja, was denn mehr? Jeder von euch in der Schule hat vielleicht im Biologieunterricht gelernt, Energie kann nicht verloren gehen. Energie wandelt sich um in Wärme, in Kälte oder in andere Energieformen, aber es geht nicht verloren. Und ich sage Ihnen, Sie sind Energie. Sie sind pure Energie. Und wenn Sie sich das bewusst werden, heißt das, Sie gehen nicht verloren. Und was kann damit abfallen? Ihre Ängste. Ihre Ängste. In jeder Angst ist irgendwo unterm Strich der Tod zu Hause. Aber wenn Sie sich bewusst werden, dass Sie auch geistiges Wesen sind, dann sind Sie unsterblich. Klingt das nicht absolut cool? Unsterblich? Natürlich, jetzt im oberen Stübchen der Verstand rebelliert. Hallo, hallo, hallo. Keine Beweise. Aus dem Nirvana ist noch nie jemand zurückgekehrt und hat mir das erklärt. Oder die Kirche sagt, okay,
Wir schauen nicht zurück ins 4., 5. Jahrhundert nach Konstantinopel. Die Wiedergeburt gibt es nicht. Das ist auch wieder ein Thema. Nehmen Sie mal altes Wissen her. Reinkarnationslehre. Nur bei uns scheint es nicht gang und gäbe zu sein. Aber wenn es die denn doch wirklich gibt, was dann? Das würde doch bestätigen, auch für diesen Denker in Ihnen, den Verstand, dass ich jederzeit daher wieder herkommen kann. Wäre doch alles etwas leichter. Also diese sogenannten Ängste, Sorgen, all das, was ich jeden Tag mir in meinen Rucksack packe, die würden sich relativ schnell relativieren, doppelgleisig. Also was ich sagen will oder was ich euch mitgeben will, ist, fangt an, neugierig auf das Leben zu sein. Einerseits, ich nenne es Hard Fact Welt, die da draußen scheinbar existiert oder nicht, die uns serviert wird. Schaut mal hinter die Kulissen dieses Weltschauspiels und bekommt ein Weltbild. Und das Zweite ist, wo ich euch echt motivieren möchte, geht auf die Suche nach dem, was ihr seid. Vielleicht hat der eine oder andere schon mit Aura zu tun gehabt, der eine kann sie riechen, sehen, hören, alles ist möglich. Das heißt, es gibt Energien, die um sie herum sind und die sie selber sind. Nehmen Sie Glück. Was ist Glück? Kann mir jemand Glück geben in die Hand? Oder Leiden oder Leidenschaft? Nee. Aber bei ihm sieht man das Glück. Eine Ausprägung des Glücks ist der hochgezogene Mundwinkel. Und schauen Sie durch Salzburg Stadt, wie viele Mundwinkel nach unten gehen. Glück ist Energie, die Sie umgibt oder nicht. Leiden auch. Sie sehen bestenfalls die Ausprägung von Leiden oder Leidenschaft. Und irgendwann diese Energie, die um sie herum ist, die aber auch kollektiv um uns herum ist. Irgendwann erdrückt uns diese Energie oder sie erlöst uns. Und ich plädiere absolut dazu, dass wir uns auf den Weg machen, dass uns diese Energie wieder in die Fülle reinlässt. Dass wir uns das Tor zur Fülle wieder öffnen. Und das geht unter anderem in dem Erkennen, in unserer Herzenergie, in unserem Bewusstsein und alte Werte, Mitgefühl, Liebe, Zwischenmenschlichkeit. Und das sollen nicht nur Wortfloskeln sein und bleiben, sondern es soll einfach aktiv gelebt werden. Das war's vielleicht in aller Kürze. Die Themen sind mannigfaltig, aber ich danke euch fürs Zuhören. Jeder hat seine Realität und die können wir ja ein bisschen anpassen, wenn wir es bewusst machen. So, dann darf ich gleich weitergeben zur Sonja Hochleitner. Ja, wir können auch was ändern, aber jetzt bist du schon da. Passt gut. Okay, dann hören wir jetzt was zum Thema Frieden von der Sonja. Vielen Dank, viel Spaß. Ja, hallo. Hallo. ja, ich bin da, weil ich denke, ich möchte ein bisschen was über Frieden erzählen, weil es ja eine Friedensinfo ist. Und ich komme aus dem Städten, fahre normalerweise immer noch oder immer sehr oft nach Linz und spreche. Und irgendwie ist mir sehr oft sehr wenig zu viel Frieden dabei. Und jetzt habe ich mir gedacht, weil ich gerade einfach da bin in Salzburg, dann nütze ich die Gelegenheit und spreche einmal in Salzburg und schaue, welche Menschen da sind. Und es ist immer interessant, Menschen zu sehen und zu schauen, was passiert, wenn man über Frieden spricht. Weil Frieden, das ist so ein Wort, das kann man auch nicht in die Hand nehmen. Und das ist so nicht so greifbar, ja. Und es gibt Leute, die werden ganz aggressiv, wenn man über Frieden spricht. Habe ich auch schon erlebt. Und das ist irgendwie, glaube ich, aber für mich halt ziemlich traurig, weil warum haben wir einen Widerstand oder irgendeinen Druck, wenn es um Frieden geht? Für mich ist Frieden was ganz Persönliches eigentlich. Der Frieden, der beginnt in dir selber und
wenn er nicht da ist, dann ist er nirgends. Und warum wir keinen Frieden auf der Welt haben, ist, weil wir einfach nicht in Frieden mit uns selber sind. Weil wir uns nicht akzeptieren, wie wir sind, und annehmen, wie wir sind, weil wir unzufrieden sind mit den Menschen, was um uns sind, mit den Situationen, was sie in unserem Leben finden und kreieren. Und da kann man natürlich sagen, ja, aber da ist ja der und der und das und das. Nur, es geht darum zu erkennen, dass wir dafür verantwortlich sind, dass die Situation so ist, wie sie ist. Und dass die Person, was mir gegenübersteht, so ist, wie sie ist. Weil sie mir was zeigen darf, weil ich daraus was lernen kann, weil ich vielleicht einfach nur lernen darf, dass ich Verantwortung übernehme und mein Leben ändern anfange. Weiß ich nicht, indem ich vielleicht den Job kündige, weil ich mir denke, das geht so nicht mehr, oder indem ich mich vom Partner trenne oder was auch immer notwendig ist, damit es mir gut geht, damit ich in mir Frieden habe. Und bei dem Thema Frieden habe ich ja schon gesagt, da geht es um einen selber. Und wir sind sehr viel im Außen. Also wir sind jetzt da bei der Friedensmahnmache und machen Sachen und sind im Außen. Und wir sagen, ja, die anderen, die was jetzt nicht da sind, die schlafen und die sind in einem Hamsterrad und sind auch im Außen beschäftigt. Eigentlich ist nicht wirklich ein Unterschied. Die sind beschäftigt mit dem Außen und wir sind auch immer nur beschäftigt mit dem Außen. Und deswegen denke ich mal, es war besser, oder für mich ist es die Lösung, wenn ich bei mir selber anfange. Das heißt, wir sind alle eigentlich nur abgelenkt. Und Veränderung kann aber nur beginnen, indem wir bei uns selber anfangen. Und wir begreifen einfach nicht, dass das das Wichtigste ist, was auf der Welt einfach notwendig ist zu machen. Also wir können das nur verändern, die Welt in die Welt verändern, die wir wollen, indem wir bei uns selber anfangen. Also deswegen bin ich da, egal was ich sage, ich bin immer so eine, die immer sagt, fang bei dir selber an. Und warum gibt es Krieg, Gewalt? Weil wir vergessen haben, wer wir sind. Wenn ich mir nämlich weiß, was ich für Fähigkeiten habe, was ich für Talente habe, dann warum muss ich dann über irgendwen schlecht reden oder irgendwen irgendwie angehen oder nicht, Eifersucht, Missgunst, wurscht, egal, das ist alles Gewalt auf verschiedenen Ebenen, muss nicht immer körperlich sein. Und warum ist das so? Weil man glaubt, der andere ist besser als ich, oder weil man sich selber aufstellt, damit man eben besser ist als der andere, weil man seinen eigenen Wert nicht erkannt hat. Und wir wissen alle viel zu wenig, wer wir sind. Und wenn jeder wisset, wer er ist, wenn jeder sich mit seinem göttlichen Ich verbinden würde und das leben würde, zeigen würde, sagen würde, handeln würde, was auch immer, dann gab es keinen Krieg, weil wenn du mit dir in deiner Mitte bist, dann ist doch alles wunderbar, dann wirst du niemanden töten, niemanden irgendwie blöd anreden, dann wirst du nichts tun, weil du es gar nicht notwendig hast. Sondern du bist mit dir im Einklang, mit der Natur, mit allen Menschen, du akzeptierst dich in deiner Ganzheitlichkeit, wie du bist, und du akzeptierst jeden anderen so, wie er ist. Und das ist der Anfang vom Frieden. Der beginnt bei dir selbst, indem du an dir arbeitest, deine Muster anschaust, deine Strukturen, einfach deine dunklen Schatten, und nicht wegschaust, sondern hinschaust und sagst, aha, so bin ich. Naja, okay. Und dann einfach stehen lassen. Das heißt, ich muss mich nicht beurteilen, ich muss mich nicht verurteilen, ich muss gar nichts tun. Ich akzeptiere es einfach, ich schaue hin, dass ich das bin, und dann lasse ich es los. Also ich nehme es an, ich akzeptiere es und dann lasse ich es los. Und dann wird sie sich ganz voll auch auflösen. Wenn ich entscheide, ich möchte halt nicht mehr so und so sein, dann ich bin der Schöpfer, ich kann es kreieren. Das geht, so einfach geht es. Und ich weiß, das glaubt man nicht, dass es so einfach geht. Aber prinzipiell ist es so einfach, nimm dich an, wie du bist, auf allen Ebenen, und dann löst sich das ganz voll auch nicht auf. Und da gibt es ja nur die Spiegelbilder, ne? Wenn mich etwas stört an einem anderen, dann habe ich eigentlich ihr Problem. Man sagt zwar du und du und du,
tust du das, magst du das oder immer nicht. Aber prinzipiell sagt man das ja nur, was mich an mir selbst stört. Und da will man vielleicht auch nicht hinschauen, nur das Leben wird dich immer wieder dorthin bringen, dass du immer wieder die gleichen Situationen hast, immer wieder Menschen sind sehr ähnlich, dass du dorthin schaust, dass du sagst, okay, so ist es. Und ich alleine kann das ändern, es kann kein anderer ändern. Selbst wenn du kündigst und hast den Chef nicht mehr, dann fängst du irgendwo anders an und dann hast du irgendeinen anderen Chef. Also das Leben, das lässt dich nicht los, solange bis du es kapiert hast. Ja? Und das ist eben, Frieden beginnt bei dir selbst. Und warum ist es so wichtig, dass wir bei uns selbst anfangen? Wir können zwar im Außen sehr viel ändern, nur aus meiner Erfahrung heraus ist es so, ich ändere was im Außen, das kann ich aber nur so viel ändern, soweit ich mich im Inneren schon verändert habe. Ich kann schon im Außen anfangen, fangen im Außen lieber an, aber irgendwann brauche ich wieder Ruhe, Stille, Verbindung mit mir selber und dann kann ich es wieder im Außen ändern. Das ist immer ein in mich kehren und auf mich schauen und dann wieder ins Außen gehen. Man kann nicht nur im Außen verändern, man kann schon. Nur die Frage ist, was verändere ich dann? Ich verändere dann vielleicht irgendwas, ich mache irgendwas und weiß gar nicht, wo ich hin will oder was ich eigentlich machen soll. Ja? Deswegen ist es auch ganz wichtig, sich mit sich selbst zu beschäftigen und sagen, warum bin ich da? Was habe ich für Gaben? Was habe ich für Fähigkeiten? Wie kann ich die Welt wirklich unterstützen mit meinem Ich, so wie ich da bin? Das kann ich nämlich ganz speziell machen. Das kann kein anderer so machen und so gut machen wie ich in dem Gebiet, was ich halt mache. Und so kann man die Welt verändern. Wenn ich das weiß, wo genau mein Platz ist, was ich eigentlich beeinflussen kann und wo ich wirken kann, ja, dann weiß ich, dann kommen die Leute zu mir, die was mein Projekt oder meine Vision unterstützen und so verändert sich das. Ja. Und dann habe ich auch einen Selbstwert, dann habe ich meinen Wert erkannt, dann weiß ich, ich bin ganz, ganz wichtig für diese Menschen, für diese Gesellschaft. Und dann kann ich einfach ins Tun gehen, ja. Wenn ich mit meinem Ich bin, verbunden bin, dann weiß ich spüre das und dann gehe ich immer den richtigen Weg, das geht gar nicht anders, weil mein Herz sagt mir, was für mich richtig und falsch ist, obwohl es das ja auch nicht gibt, es gibt einfach nur den Weg, ja. Und wenn das sozusagen falsch ist, dann darf ich nur was lernen dabei. Und mit dem Beurteilen und Verurteilen, das ist auch Gewalt sozusagen an mir selber oder an anderen. Also wir verurteilen, beurteilen jeden und alles und am schlimmsten uns selber. Und da vielleicht einfach mal ein bisschen zu meditieren, darüber nachzudenken, wo überall eigentlich der Krieg versteckt ist. In deinem eigenen Leben jetzt einmal, ja. Wie man was sagt, wem man was sagt. Von dem fangen wir schon an, machen wir es Gewalt auch einmal nichts zu sagen, zu einem Thema nichts zu sagen, den Partner einfach stehen zu lassen und zu gehen, ist auch nicht wirklich sehr menschlich. Also wie gesagt, gibt es ganz viele verschiedene Arten davon. Und das ist deshalb wichtig, dass halt jeder seinen Platz findet in der Gesellschaft und dann gibt es einfach keinen Neid mehr und alle möglichen, wie sagen wir, menschlichen Seinsarten und dann bist einfach nur du und so veränderst du dein Leben und das von dir herum, dann werden dann die Menschen auch rund um dich ganz anders begegnen. Und ja, so kriegen wir dann einfach Frieden. Und der fängt in dir an, geht weiter in der Familie, geht weiter in deinem Beruf oder was auch immer, in deinem ganzen Umfeld. Und ich sage halt immer, dass man sich in die Liebe entwickeln soll. Was verstehe ich darunter? Das heißt für mich einfach hinschauen, wie ich bin und das dann loslassen. Und dadurch löse ich einfach viele Muster und Strukturen auf. Und ich bin mir einfach mehr bewusster, wer ich bin und warum ich bin. Und dann wird einfach meine Schwingung immer höher. Und irgendwann kriegt man dann mit, dass ich ja Liebe bin. Also wir sind ja alle Liebe, wir sind alle Frequenz, ja, wir sind alle Licht. Ich weiß, das ist sehr spirituell, aber prinzipiell, das ist ja in der Wissenschaft schon bewiesen. Wir sind alle einfach nur, also Materie gibt es ja fast nicht, wir sind ja alle nur Frequenzen, nur Informationen, Licht. Und deswegen, was so sieht, kann man vielleicht auch noch viel einfacher mit einem anderen umgehen, weil es sind einfach nur Informationen, die was man der andere Mensch gibt.
das werden sie verhindern können. Und jetzt nehmen wir nichts Raster. Man kann am 18 jetzt nichts mehr machen. Das ist, und das da ist ja alles Information ist auf dieser Welt. Das ist sozusagen das Positive, wenn wir begreifen, dass wir Bewusstsein sind, ja, dann kann man das ganz leicht verändern. Ich kann mein Leben und mich selbst verändern, wenn ich begreife, dass ich Bewusstsein bin und dass ich alleine das verändern kann. Auf der anderen Seite gibt es leider auf der Welt sehr viel Manipulatives, also durch Fernsehen und durch die ganzen Sachen, was man von außen, Werbung und so reinkriegen. Und das ist schon einmal sehr, also ich glaube, das unterschätzen wir alle, wie manipuliert wir wirklich werden. Und ich habe erst vor kurzem so einen Bericht gesehen auf YouTube, wo mir dann nur klarer geworden ist, wie sehr wir beeinflusst werden. Über Handys, ja, einfach nur, weil wir es haben. Über Laptops, weil wir den ganzen Tag davor sitzen, wo ich aufmache. Ja. Und das ist einfach eine Frequenz oder Energie, die wir nicht wahrnehmen, nicht spüren. Wir sagen zwar, okay, die Energie, was da entgegenkommt, die ist nicht gut und gesund. Darf ich nur ausformulieren. Und, aber, also wir unterschätzen das und deswegen, also diese Strahlungen und alles diese Sachen, also die beeinflussen unsere Gefühle, unsere Gedanken. Also selbst wenn wir glauben, unsere Gedanken sind unsere Gedanken, das sind es nicht. Unsere Gefühle sind nicht unsere Gefühle. Man kann das wirklich manipulieren. Also ich war selber ganz baff, wie ich das gehört habe. Und für mich gibt es aber, wir sind jetzt nicht so machtlos und wir können das nicht verändern, weil wir werden beeinflusst eben durch Chemtrails und Hub und diese Geschichten. Die, also man kriegt es ja teilweise mit, ja. Wenn es einem nicht gut geht, dann ruf einen Freund an und sagst, wie geht's da? Dann weißt du ganz genau, da haben sie wieder irgendwas eine da, dass sie alle gleich scheiße fühlen, sag ich jetzt einfach einmal. Das ist wirklich Fakt, ja, das ist kein, wie sagt man da, Verschwörungstheorie, danke. Mir fällt das Wort nicht einmal mehr ein, weil das ist so negativ behaftet, aber das gibt es eigentlich ja gar nicht. Auf jeden Fall, was ich sagen will, und davon bin ich wirklich überzeugt, wir werden wirklich mit Chips und alles Mögliche, werden wir schon beeinflusst. Das ist keine Zukunft, das ist so, ja. Und was man dagegen machen kann, indem wir einfach immer höher schwingen und immer mehr Liebe sind. Liebe fühlen, Liebe sind, Liebe leben. Das ist doch hier schon die ganze Zeit. Ja, dann passt's ja. Und dann sind wir nämlich nicht mehr anfällig gegen diese Handystreuen, gegen diese Auswirkungen, alles was uns von außen her dann, das macht uns dann nichts mehr aus. Und das wirklich, wenn man das wirklich immer mehr und mehr lebt und dann auch Erfahrungen macht, dann geht es wie in dem Film von Prophezeiungen von Celestine. Da wirst unsichtbar. Und das, ich weiß, das ist ein Film, aber das ist wahr. Ich habe das selbst wirklich an mir erlebt, ja, dass ich die Leute nicht gesehen habe. Obwohl ich durchgegangen bin, habe ich anscheinend so eine hohe Schwingung gehabt in einer großen Stadt. Die Leute haben mich nicht wahrgenommen. Also ich will einfach nur, dass ihr begreift, dass wir Bewusstsein sind, dass man an uns liegt, was wir erleben oder was wir nicht erleben und dass man sich gegen alles, was da Böses sozusagen ist, was wir sehen oder auch was wir nicht sehen, können wir sie, was heißt schützen, wir brauchen sie nicht schützen, sondern wenn wir strahlen, wenn wir ganz eine große Aura haben, dann sind wir einfach geschützt und dann kann uns nichts umhauen, wirklich nichts kann uns umhauen. Und das wollte ich einfach sagen und ich bin mir einfach sicher, weil wir alle Licht sind, weil wir alle Teilchen sind, das funktioniert und es liegt bei dir, an jeden, dass du entscheidest, den Weg möchte ich gehen. Ich gehe jetzt den Weg zu mir, meinen Herzensweg gehen. Ich tue nur mehr das, was ich spüre. Und ich kann nur sagen, mir geht es gut, seit ich das gemacht habe. Seit 2-3 Jahren, ich weiß nicht mehr so genau, habe ich mich entschieden, das zu machen, meinem Herzensweg zu folgen. Und das fühlt sich wirklich gut an, glaubt mir das. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Es ist dann um 19.45 Uhr von der Klagemauer TV, kommt jeden Tag um 19.45 Uhr die Nachrichten. Die können wir uns heute dann nach der Veranstaltung am Laptop dort anschauen, der will. Okay, ist eine Möglichkeit. Und dann habe ich jetzt noch der Manolo, der wir ankündigen, der ist als nächstes jetzt ein Gstanzl singt, oder? Genau, so ungefähr. Also alle gemütlich mit da
und sicher Spaß. Ja, grüß euch miteinander. Ich werde es einen Hut auflassen, weil immer wenn ich einen Hut aufsetze, ist es trocken, wenn ich ihn runter, fängt es Ring an. Ich freue mich, dass ich heute bei euch da ein bisschen was über Menschsein und Frieden sprechen darf, soll, kann. Grundsätzlich kann man solche Veranstaltungen eigentlich ersparen, wenn wir im Frieden waren, aber es geht darum, dass wir das auch ausstrahlen. Und das ist jetzt schon richtig gesagt worden. Und ich habe mir gedacht, wenn heute den ganzen Abend geredet wird, dann singe ich einfach was und habe mir Nachmittag noch ein Liedl aufgeschrieben. Und ich hoffe, dass ich das jetzt zusammenbringe. Nein, ich kann es noch nicht auswendig, ich bin zwar Gedächtnistrainer, aber das fällt mir ja meistens im Auto ein. Aber das habe ich nur daheim geschrieben. Und zwar heißt es überall rund um die Welt, erzählen Sie schon die Leute, es kommt zur wunderbaren und friedensvolle Zeit, es geht um Freisein. Nein, es ist keine Covernummer, die habe ich, das ist eine Nesquik-Nummer. Cover dringend immer. Überall rund um die Welt, erzählen Sie schon die Leute, dass jetzt kommt eine wunderbare, friedensvolle Zeit. Ob Süden, Osten oder Norden oder rundherum, groß und klein, jung und alt, keiner ist mehr so dumm. Wir sind frei sein, ist Menschenrecht. Frei sein, war noch nie schlecht. Oh, frei sein, das sind wir echt. Und jeder tut, was er möchte. Egal ob groß oder klein, jener ist mir jetzt allein. Alle Menschen sind jetzt wieder eins in einem Dorn. Herzlich Lacher statt Bangemacher, Lebenslust statt Angst. Egal was kommt, egal was ist, Hauptsache ist du dankst und Mensch sein. Oh Mensch sein, oh sag mal ich. Mensch sein, oh Mensch sein, du sind alle dreht. Oder so. Jetzt schenke ich her, muss ich demnächst noch ein bisschen professionalisieren. Was heißt Mensch sein? Was heißt Mensch sein? Ich meine, ihr wisst vom Joe und von der ganzen Freeman-Bewegung, dass wir ursprünglich Menschen sind und dann irgendwie personifiziert, also mit der Person infiziert worden sind. Und ich glaube, dass das einfach ganz wichtig ist, dass sich ja jeder Gedanken darüber macht, gerade in dieser Zeit, wo sich das eigene um einen selbst verdichtet und das Nicht-Eigene immer mehr wegbleibt. Außer man zieht sich das die ganze Zeit her. Das gibt es natürlich auch, ich kenne das, das habe ich 40 Jahre lang erlebt und 40 Jahre lang auch gemacht. Dass ich mir ständig Sachen von anderen Leuten hergezogen habe, habe es zu meinen gemacht und dann festgestellt, dass ich nichts machen kann. Und das schwächt eigentlich den Selbstwert. Das macht relativ wenig Sinn. Es geht darum, dass wir uns selber was wert sind. Es geht darum, dass wir wissen, dass wir immer waren und immer sind. Und was hochinteressant ist, ist, es geht auch darum, auch wenn wir heute vielleicht nicht so viel sind, wie manche Leute erwartet haben, ja, die Buddhisten sagen, hab keine Erwartungen, dann hast du kein Leid. Wir sind mehr als genug. Wir sind mehr als genug, liebe Leute, allein die Leute, die jetzt da stehen, sind deutlich mehr wie bei 80% aller Landtags- und Bundestagssitzungen in Wien, in der Hofburg. Wir, so wie wir jetzt da stehen und in dem Bewusstsein, in der Bewusstheit, dass keiner Zeitung liest, keiner strickt, in der Nase bohrt oder schaut, was seine Aktien wert sind, sind wir vom Hiersein und von der Präsenz mit Sicherheit mehr da, als wenn in Brüssel irgendeine Abstimmungsrunde einberufen wird. Da sind zwar 500 Sesseln, davon sind aber 400 leer und die 100, die da sind, da sind 80 am Handy weg. Wir sind da. Und das, glaube ich, ist extrem wichtig, dass wir wissen, wir sind hier. Egal, was ist. Danke. Schön. Der Franziskus hat mir jetzt gerade sein
seine Spieluhr angeschmissen. Danke. Also ihr wisst ja, der Vati kann, die Mami kann übrigens auch, das weiß aber der Vati noch nicht. Es ist schön, Mensch zu sein, es ist schön, da zu sein, es ist wichtig, glaube ich, dass man, egal was ist, dankbar sind für das, was ist, weil wir erst dann erkennen können, was es wirklich ist. Alles andere ist der konditionierte Verstand, der nimmt irgendwas wahr und glaubt, dass das so ist. Jetzt hat er wieder ausgeschaltet, der möchte es auch hören. Okay. Was sehr interessant ist, ich habe bei mir selber angefangen, den Frieden zu suchen und ich habe ihn gefunden. Und ich biete euch allen an, ich habe das mit der Isabella vorher kurz mal durchgegangen, wenn ich das jetzt mit euch allen mache, dann haben wir da noch so eine heilige, friedliche Stimmung, dass das relativ ungut ist für den Nachfolger, wenn er das wieder auflöst. Darum biete ich euch an, dass wir am Ende, also wenn der Joe Greisel mit seinem Plädoyer an den Frieden und an das Freisein und das Menschsein fertig ist, vielleicht alle miteinander eine Mitgefühlsübung machen. Das ist eine ganz schöne Sache, wo man selber bei sich einen Frieden findet, mit wem man es eigentlich gerade da hat, was unfriedlich ist. Und damit können wir dann danach auch das Ganze sehr still, sanft, milde auflösen. Weil was ich festgestellt habe, ist, das Allerwichtigste, was für mich momentan zählt, ist, dass wir keine Feindbilder mehr haben. Ja, es ist völlig egal, ob das Coca-Cola mit Pepsi macht, ob das der Obama mit dem Putin macht, ob das Milka mit Alpia macht, ob das die Bullen mit Lask machen. Es werden immer Gegnerschaften und Feindbilder erzeugt, die es gar nicht gibt. Wenn wir aufhören, uns davon inspirieren zu lassen und Partei zu ergreifen. Und ich möchte es kurz halten, weil der sonst läutet die Glocken bis um 8. Ich singe euch jetzt noch ein Lied und dann gehen wir weiter. Und das Lied ist, es ist nur ein kleiner Ausschnitt, ich mache nur einen Refrain davon, von einem Song, den ich mal geschrieben habe, schon her, das möchte jetzt der Francesco auch hören. Das heißt, wir sind alle große Lichter und wir leuchten in der Welt. Ich mache nur einen Refrain, alles andere geht so um Schule und Verbildung. Das gibt es demnächst auf einer CD, momentan gibt es nur live. Ja, wir sind alle große Lichter und wir leuchten in die Welt. Und je mehr wir uns erkennen, umso weniger braucht man's Geld. Wir öffnen unser Herz und befreien uns vom Schmerz. Und schon ist vorbei mit dem depperten Kommerz. Ja, wir sind alle große Lichter und wir leuchten in die Welt. Nehmen unser Leben aus der Mitte, wenn wir uns auf uns seicht erzählt. Glauben kann keins mehr aus der Kiste, sang Bild und Krone, adieu. Und schon wird's Leben wieder schön. Und so weiter. Ich wünsche euch noch viel Spaß heute Abend. Glaubt's kann keins mehr aus der Kiste, macht euch das Leben schön. Sagt's Bild und Krone, adieu, lasst ein Radio aus. Fragt's an Nachbarn, ob ihm das Wetter auch so gut gefällt. Und wenn nicht, dann sagt's ihm, was das Schöne am Regen ist. Namaste, wir sehen uns eh. Ciao. So, vielen Dank. Jetzt freue ich mich, dass ich den Joe Greisel ankündigen darf. Der hat uns ja heute schon mit seinem Lied begrüßt und das Ganze eingeleitet. Und ja, wir freuen uns schon drauf. Okay. Bitte Joe, ich übergebe an dich. Grüß euch. Wir machen es kurz, weil es eh schon windig und kalt ist, gell? Um was geht es eigentlich? Frieden. Es geht um Frieden. Ich sage, Frieden ist im Prinzip zu wenig, was wir uns wünschen sollten, weil Frieden impliziert immer nur Krieg. Frieden heißt, wir streiten nicht. Aber das ist eigentlich zu wenig. Wir wollen einen Zustand, wo es das gar nicht mehr unterscheiden brauchen, die Leute, Krieg oder Frieden. Die Frage war für mich, wie geht es da hin? Wie können wir als intelligente, liebevolle Wesen darauf verzichten, dass wir uns im Befehl von dem anderen gegenseitig die Schädel einschlagen. Und der andere ist entweder das Geldsystem oder das Militär oder irgendwelche künstlichen Feindbilder, die nicht notwendig waren. Das ist eine nette Werbung für die. Das, was uns konkret in Ketten hält, ist das Rechtssystem.
Da kann man leider nicht dran vorbeischauen. Das Rechtssystem heißt in weiterer Folge nichts anderes als lauter Zettel. Das Rechtssystem ist eine riesengroße Sammlung von lauter Zettel. Und ihr solltet euch einfach nur die Frage stellen, stehe ich mit meiner Lebendigkeit über oder unter einem Zettel? Sagt der Zettel, was ich tue oder nicht? Verbietet der Zettel, was ich tue oder nicht? Wir werden vom System als Personen betrachtet. Das hat sich ja, glaube ich, schon rundum gesprochen, dass wir keine Personen sind, sondern wir werden als Personen betrachtet. Daher ist die Challenge, die sogenannte ALS-Challenge, eigentlich die ALS-Challenge. Da, wo der Mensch sich entscheiden muss, als Person oder als irgendwas anderes. Und dieses als was anderes heißt geistige Sittlichkeit. Da, wo man sich fürs Gute und fürs Gewissenhafte einsetzen möchte. Nicht streiten will im Auftrag voreinander. Ja, und jetzt möchte ich euch kurz ein Beispiel erklären, dass man sich vorstellen kann, in abstrakter Weise, wie das zum Unterscheiden ist zwischen Mensch und Person. Stellt euch den Unterschied vor als einen Spiegel, wo man von einer Seite durchsieht und von der anderen nicht. Wie so in einem Polizeiverhörkammerl, wo der Polizist hinter der Scheibe durchschaut und man glaubt, das ist nicht der Spürge. Okay? Und ihr schaut von der Lebensseite, schaut man in den Spiegel rein und man sieht sich selber. Man sieht sich selber und denkt sich, ja, das bin ich und da lebe ich. Hinterm Spiegel allerdings, da schaut das System außer zu uns und hat neben dem Spiegel von jedem einzelnen von uns sein Foto picken. Und da kann das System genau vergleichen, ist es oder ist es nicht. Ist das eh dasselbe? Das ist die Identität. Das ist die Person. Das, was das System sich aufschreibt zu uns. Bei mir vom Spiegel stehen. Der Mensch glaubt, er ist das, aber das ist nur das, was das System sieht. Für das System ist das der Mensch. Die Person ist der Mensch. Aber für Menschen ist es nur eine Betrachtung von den anderen. Eure Personen sind die Betrachtung vom System. So wie das System euch sieht. Aber wir sind Menschen. Und der Mensch kann alles sein, er braucht keine Person sein, das ist ja was Fiktives. Alleine schon der Name sagt es, das ist unsere sogenannte Identität, oder? Und jetzt konnten manche von euch sagen zum Nachbarn, hoch der Nauenkreisel, heute ist er nicht recht identisch. Oder das sagt man doch so, sei ein bisschen identischer, oder? Genau, ja, heute ist er nicht recht identisch, hoch zu Nauen. Oder nein, man sagt eigentlich authentisch, oder? Genau. Identisch sagt man dann, wenn es zwei gibt. Mindestens zwei. Erst dann kann ich sagen, irgendwas ist identisch. Und ich bin sicher alleine. Es gibt mir nur einmal. Und daher ist Identifikation ausgeschlossen bei mir. Ich habe dem System diesen Brief geschrieben und habe gesagt, ich tue nicht mehr mit. Nicht mehr als Person. Ihr könnt den Spiegel von mir aus schwarz durchsprayen, aber ich bin jetzt unsichtbar für euch. Ich lebe nur mehr da draußen, in der Natur, Erde, ohne Zettel. Und ich kann das nur jedem empfehlen, sich das anzuschauen, weil es erst dann spannend wird. Erst dann können wir uns gemeinsam überlegen, was tun wir denn. Das, was jetzt passiert, ist ein, ich sage das öfter, ist ein System, wo man den Menschen von klar auf einredet, dass er seine Person ist und dass er folgen muss. Und dass es Mächte gibt, Autoritäten gibt, die einfach zu befolgen sind. In Wahrheit gibt es das gar nicht. Jeder von uns ist sein eigener Chef. Jeder von uns entscheidet, was er gerade tut, in jedem Moment. Aber es ist eben auch die Entscheidung, wem oder was er sich fügt, jetzt oder nicht. Und in der Panik oder in der Not, die da herrscht auf dem Planeten, müssen wir zuerst zu uns zurückfinden, dass wir das erkennen, dass wir jeder unser eigener Herrscher waren, es gut meinen und dann wiederum eine neue, ich will nicht einmal Gemeinschaft sagen, weil da steckt das Wort gemein drin. Wir sollten ein Miteinander schaffen einfach. Ein neues Miteinander. Kein Gegeneinander auf Kosten der anderen. Wir sollten eine Gemeinschaft schaffen, die keine Gemeinschaft ist, sondern eine Unterstützungsgemeinschaft ist. Dass jeder seinen persönlichen Weg zum Glück oder zu einer Entfaltung finden kann. Das geht im Rechtssystem nicht. Schaut euch bitte die genauen Hintergründe an. Das ist so tief und so komplex, aber so spannend gleichzeitig. Und es betrifft jeden Einzelnen von euch. Das System betrachtet uns als Personen. Wer glaubt, dass er eine Betrachtung ist, zahlt seine Steuern weiter.
ich bin keine Betrachtung, ich bin eine Erscheinung, sage ich. Und ich zahle keine Steuern mehr. Ich bin nicht mehr Teil des Volkes von Österreich. Genauso wie ihr eigentlich nicht Teil des Volkes wart, wenn sie es nicht glaubt. Und das ist im Prinzip die Hauptproblematik. Ihr glaubt, dass ihr das Volk seid, von dem man eigentlich nur ausgeht. Die Republik Österreich, das Rechtssystem der Republik geht von euch aus, so wie der Schiedsrichter von den Fußballspielern ausgeht. Weil er sonst nicht wegfahren braucht von daheim. Wenn es keine Fußballspieler gab, kann man es zu keinem Fußballspiel. Und deswegen geht der Fußballspieler, der Schiedsrichter von den Fußballspielern aus. Und im genau gleichen Sinn geht das Recht vom Volk aus. Wenn es kein Volk gibt, dann gibt es kein Rechtssystem. Und das Rechtssystem geht nur aus vom Volk und hofft, dass es kommt. Und weil ihr alle glaubt, dass es Volk hat, deswegen passiert das da draußen. Wenn wir aufhören zu sagen, wir sind euch ein Volk, dann müssen sie sich ein anderes Volk suchen oder antreten. Oder die Volksvertreter übernehmen das Ganze. Die können das ja fertig zahlen. Hassen ja schon Volksvertreter. Wir sind nicht die, die nennen sie sogar so. Das sind die, die überbleiben. Wir sind nicht deren Volk und ich kann das beweisen. Wenn das Rechtssystem zu uns kommt und sagt, es darf uns irgendwas wegnehmen, Steuern zum Beispiel. Es darf uns besteuern und einsperren, wenn wir es nicht zahlen. Oder es darf der Exekutor kommen und uns das wegnehmen. Dann ist es eindeutig für jedes Kindergartenkind verständlich, dass dieses Recht niemals vom Volk kommen hat können. Weil das Volk das Recht nicht gehabt hat. Keiner vom Volk, also von euch, hat das Recht, dass er dem anderen oder irgendwem anderen irgendwas wegnimmt. Genauso wenig wie ich das Recht habe, dass ich euch was wegnehme, habt ihr nicht das Recht, mir was wegzunehmen. Und nichts wegnehmen, nicht einmal also Besitz, reden wir schon gar nicht, aber auch keine Gesundheit, keine Würde, keine Freiheit, keine Souveränität, keine Träume, nichts wegnehmen. Das darf keiner. Und deswegen kann er das, was er nicht darf, auch nicht delegiert haben, irgendwem. Auch keine Regierung. Also ist das alles eigenermächtigt. Das Volk kann nichts hergeben, was es nicht hat. Oder, Bank Austria? Wir sind ja keine Bank, wir können nicht was hergeben, was wir nicht haben. Daher können diese Rechte nicht von uns kommen sein. Und die Erkenntnis ist der Beweis dafür, dass das Recht in dem Staat nicht vom Volk kommt, sondern das Volk erhofft und in dem Sinn vom Volk nur ausgeht. Wer aufhört, dass er sagt, er ist das Volk, hat es eigentlich geschafft. Und je mehr wir sind, umso schneller haben wir es alle geschafft. Friedlich und liebevoll und wir bauen sich ein neues System, während das andere System zerbröselt und austrocknet. Das wollen wir eh alle eigentlich. Keiner traut sich, weil er nicht weiß, wie es geht. Wir brauchen nur im Schädel umschalten auf eine neue Idee, dass man nicht beherrscht werden kann als spirituelles Lebewesen. Das geht gar nicht. Wer soll uns beherrschen, außer der, der uns aus- und einschaltet? Keine Zedeln mehr. Einfach nur das Herz einschalten, das gut meinen und tun, was wir zum Tun haben. Auch nicht mehr aufregen über die ganzen psychosozio irgendwelche Paten. Nicht mehr aufregen, nicht mehr kämpfen. Einfach nach vorn schauen und sagen, was tue ich jetzt? Was tue ich noch morgen? Nicht, wen verurteile ich ins Gestern. Was tue ich in der konstruktiven Erneuerung für morgen? In diesem Sinne, welcome to freedom, danke, Halleluja und bis neulich. Ja, danke, tschüss. Leben ist Veränderung, gell? Ja, jeden Tag. Jeden Tag wieder Veränderung. Da tun wir mit. ich glaube, wir kriegen nur ein Lied von Bagnolo. Und das Richtige in Erinnerung. Oder mag er nicht mehr? Oder eher Meditation, glaube ich, war das oder so, gell? In uns gehen, glaube ich. Ich gebe das einmal, das Mikrofon. Jetzt gleich rein, ne? Nein, Lied gibt es ganz nicht. Ich habe jetzt Kampfer schon weggerammt. Sonst fällt mir gerade noch was ein. Ich möchte euch jetzt alle einladen, alle die wollen, ein Stück weit Frieden bei sich zu erzeugen. Wenn die Welt ein Spiegel ist, dann ist alles da draußen, was ausschaut wie ein Feindbild, auch ein Teil von mir. Und Menschen, die sich nicht für Weltpolitik interessieren lassen, sich für Obama und Putin Gegnerschaften nicht aufwiegeln. Menschen,
die man mit Fußball nicht enthusiastisieren kann. Ist ziemlich wurscht, wie FC Bayern München spielt gegen LASK. Menschen, die sich von der Formel 1 nicht einlullen lassen, ist ziemlich wurscht, ob der Vettel umsteht oder unten, ob er ausfällt oder mitfährt. Und da geht es um ein gewisses Maß an Egalität, ohne dass man scheißegal ist. Also nicht wurscht, sondern Egalität. Alles darf so sein. V8 macht immer noch Emotionen, aber kann schon wieder weg sein. Darf schon wieder weg sein. Das sind einfach so Geschichten. Wir sind Menschen geworden mit Emotionen, mit Gedanken und Gefühlen. Die sind aber meistens gemacht und haben mit der Ursprungswahrnehmung relativ wenig zu tun. Und ich lade dich jetzt ein und jeden einzelnen von euch, sofern ihr noch irgendein Feindbild habt, irgendwanns, keine Ahnung, einen Finanzbeamten, einen Spindeleck, also der ist nicht mehr da, der heißt jetzt Schelling, weiß ich nicht, an irgendein so ein Turbanträger, ein Hassprediger, es ist völlig egal. Deine Mama, dein Papa, dein Nachbarn, ein Arbeitskollegen, irgendwann, der ganz mächtig auf den Zeiger geht, wo du sagst, boah, wenn ich da nur dran denke, dann gingen meine Emotionen aber dermaßen aus der Mitte. Genau den oder diejenige nimmst du jetzt her. Stellst dir vor, der steht vor dir oder diejenige. Und folgst mir jetzt einfach in Gedanken, indem du mit deiner Aufmerksamkeit voll auf diese Person, auf dieses Wesen, auf diesen Menschen, auf diesen Erdenwegsbegleiter gehst. Und du sagst zu dir, genau wie ich, strebt dieser Mensch nach Glück in seinem Leben. Und du bleibst mit deiner Aufmerksamkeit bei diesen Menschen, bei diesen Wesen und sprichst. Genau wie ich versucht dieser Mensch in seinem Leben Leid zu vermeiden. Und du bleibst mit deiner Aufmerksamkeit bei diesen Menschen und sprichst. Genau wie ich hat dieser Mensch schon Trauer, Verzweiflung, Einsamkeit und Todesangst erlebt. Und du bleibst mit deiner Aufmerksamkeit bei diesen Menschen und sagst zu dir selber, genau wie ich, versucht dieser Mensch lediglich seine Bedürfnisse zu befriedigen. Und du bleibst bei diesen Menschen, bei diesen Wesen und sagst, genau wie ich, lernt dieser Mensch über das Leben. Und ich führe euch jetzt nochmal durch. Bleib bei diesen Menschen mit deiner Aufmerksamkeit und sag zu dir, genau wie ich, strebt dieser Mensch nach Glück in seinem Leben. Und du bleibst mit deiner Aufmerksamkeit bei diesen Menschen, bei diesen Wesen, bei diesen Erdenmitbegleiter und sagst, genau wie ich, versucht dieser Mensch in seinem Leben Leid zu vermeiden. Und du bleibst mit deiner Aufmerksamkeit bei diesen Wesen, bei diesen Menschen und sprichst genau wie ich. Hat dieser Mensch schon Trauer, Einsamkeit, Verzweiflung und Todesangst erlebt. Und du bleibst mit deiner Aufmerksamkeit dort und sprichst genau wie ich. Versucht dieser Mensch nur seine Bedürfnisse zu befriedigen. Und du bleibst mit deiner Aufmerksamkeit dort und sagst zu dir, genau wie ich, lernt dieser Mensch über das Leben. Und ich bitte euch noch ein drittes Mal an, da durchzugehen, weil alle guten Dinge sind drei und dann ist in der Regel Frieden in der Brust. Du bleibst bei diesen Menschen und sagst, genau wie ich, versucht dieser Mensch in seinem Leben Glück zu erfahren. Du bleibst dort und denkst dir, genau wie ich, versucht dieser Mensch nur Leid in seinem Leben zu vermeiden. Du bleibst mit der Aufmerksamkeit dort bei diesem Wesen, bei diesen Menschen, bei diesem Feindbild und sagst, genau wie ich, hat auch dieser Mensch Leid, Trauer, Verzweiflung und Todesangst erlebt.
und du bleibst mit deiner Aufmerksamkeit dort und sagst, genau wie ich, versucht dieser Mensch nur seine Bedürfnisse zu befrieden. Und du bleibst mit deiner Aufmerksamkeit dort und sagst, genau wie ich, lernt dieser Mensch über das Leben. Das ist eine ganz einfache Übung, die man überall machen kann, in jedem Busseisel, am Klo, im Wartezimmer, wenn man nicht schlafen kann. Und du kannst mit dieser Übung, mit diesen 5 Sätzen, mit allem und jedem in deiner Brust Frieden erzeugen. Das sagst du einfach so lang, sprichst das aus, bis du spürst, jetzt ist Frieden. Es geht um deinen Frieden. Wenn du im Frieden mit der Welt bist, ist die Welt mit dir im Frieden. Und ich bin sehr, sehr, sehr glücklich darüber, weil ich weiß, die kritische Masse des Weltfriedens haben wir schon längst, aber schon längst überschritten. Während wir hier stehen und glauben, wenige zu sein, meditieren 20 Millionen Menschen auf der ganzen Welt für den Frieden, tun Gutes. Der Paul Ettel hat auf dem Friedensfest gesagt, 41 bewaffnete Auseinandersetzungen gibt es momentan auf der Welt. Bei 7 Milliarden Menschen, die man uns sagt, wahrscheinlich sind wir nein. Von 7 Milliarden Menschen sind 41 im Krieg. Oder 41.000. Das war das Gleiche, als würden wir hier den Weltkrieg repräsentieren und ganz Salzburg ist im tiefen Frieden. Und Salzburg hat keine Angst vor uns. Warum sollten wir Angst vor den wenigen haben, die meinen, sich gegen Geld oder wegen irgendwelchen Emotionen gegenseitig eine draufhauen zu müssen? Lassen wir die Dinge dort, wo sie sind und schauen wir, dass wir im Herzen Frieden kriegen. Wer diese Übung haben möchte, kann mir gerne eine E-Mail schreiben. Ich habe jetzt da nur stehen ein bisschen da am Stand und gebe euch ein paar Kartel, wenn ihr die haben wollt. Ich habe auch eine CD gemacht mit Meditationen, wo diese Übung unter anderem drauf ist. Das Geld geht zugunsten eines Garten Edens, den wir jetzt gemacht haben vor kurzem. Und ich wünsche euch einfach eine friedfertige Woche, eine friedliche Zeit. Und denkt an jeden, jedes Mal, wenn ich einer deppert anschaue, sage, genau wie ich, konnte er so deppert schauen. Unglaublich, danke. Danke und einen schönen Abend. Okay, also ich übernehme jetzt die Abmoderation. Meine sehr verehrten Damen und Herren, heute mitwirken Isabella Wanner, Organisation, Management und Leitung und Vorbereitung des Abends. Dankeschön. Jetzt bin ich genau da, wo ich nie sein wollte. Wir haben den Anthony, genau, der möchte noch ein bisschen ein paar Worte noch sagen, glaube ich, gell? Du willst, ja, du möchtest das Interview machen, oder? Ja, wir sind am Ende jetzt. Wir sind jetzt am Ende. Na gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass ihr alle da wart. Ich glaube, das war's halt, gell? Danke an die Silvia als Veranstalterin. Wir haben die nächste Veranstaltung am 20. Oktober. Dankeschön, danke ans Team. Wir haben ein ganz tolles Team, die mit nichts und mit wenig sehr früh auf die Füße stellen. Danke nochmal fürs Kommen. Einen schönen Abend wünsche ich euch noch. Und ich glaube, wir haben es, gell? Oder ist noch was zum Sagen? Passt. Danke. Entschuldigung, ich hätte noch kurz noch was zum Sagen. Bitte schön, unterstützt am 11. Oktober den Aktionstag, der europaweit stattfindet. In Salzburg findet er ebenfalls statt, und zwar am 11. Oktober um 17 Uhr startet hier am Mirabellplatz. Und zwar gegen die Freihandelsverträge. Danke. Ja.
Frage ans Bewusstsein. Stell dir vor, es ist wahr und die Gaudi ist erledigt. Alle sind über Nacht, zack, ein wenig gescheiter geworden. Sie haben so lang die Umwelt, die Natur und alles beschädigt. Dann haben sie gesagt, miteinander fangen wir einfach an von vorn. Was war dann? Was war dann? Die ganze Welt ist am Grinsen den ganzen langen Tag. Ja, die Menschen haben's irgendwie kapiert. Weil sie glauben nimmer an Zinsen oder an EU-Vertrag und haben gemeinsam Fukushima repariert. Ja, was war dann? Was war dann? Ja, dann war Peace and Love and Unity, so wie das gehört. Ja, ja. Und die Welt als eine große Community, ich glaub, sie rehre vor lauter frei. Und stell dir vor, es ist wahr, die Politiker erinnern sie, warum das es gibt auf der Welt. Und stell dir vor, es ist wahr, wir sind nimmer in die Hände von die Banken mit ihren Schwindelgeld. Ja, was war dann? Was war dann? Und stell dir vor, sie vergiften unser Essen und das Wasser nimmer. Ha, und die Energie ist endlich frei. Und das System mit den Personen haben wir lang schon nimmer. Nein, weil das der Grund war für die ganze Sklaverei. Ja, was war dann? Was war dann? Ja, dann war Peace and Love and Unity. Spürst wie die schwingen, oh yeah. Und die Welt als eine große Community, die singen. Hey, hey, welcome to freedom. All those rules, we don't need them. Love and respect, that's all the wisdom. Hey, hey, welcome to freedom. Hey, hey, welcome to freedom. Boah, es ist wahr und die ganzen Differenzen auf der Welt sind auf einmal nimmer da. Und alle sagen kollektiv, na gut, verzichten wir halt auf Grenzen. Und wisst was, jetzt bauen wir es einfach alle an. Ja, was war dann? Was war dann? Ha? Ja, dann war Peace and Love and Unity, so wie das gehört. Hurra! Ja, und die Welt als eine riesen Community, die Blära. Hey, hey, welcome to freedom. Welcome to freedom.